So, heute geht es ums Thema Liquidität. Das ist immer noch ein Teil von unserer Lernsituation 10. Ja, bei der Lernsituation 10 ging es ja darum, dass wir uns überlegt haben, dass wir ein Darlehen aufnehmen wollen. Und jetzt betrachten wir quasi mal die andere Seite. Jetzt betrachten wir quasi mal die Seite von der Bank und die Bank will beurteilen, können wir dem Unternehmen überhaupt einen Kredit geben? Und eine Größe, auf die die Bank auf jeden Fall achten wird, ist die Liquidität. Und da gibt es verschiedene Liquiditäts Kennziffern, die man dann quasi ausrechnen kann, und das wollen wir hier in dieser Lerneinheit quasi mal uns erarbeiten. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie es eigentlich Liquidität definiert. Liquidität ist definiert als die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten nachkommen zu können. Ja? Okay, Verbindlichkeiten kennen wir doch irgendwo, ja? Haben wir schon mal gehabt, das Thema. Wir hatten Forderungen, ja, kennen wir noch. Wir haben einen Kaufvertrag abgeschlossen mit einem Kunden, haben ihn einen Fernseher verkauft. Und der Kunde muss uns den Fernseher noch bezahlen. Wir haben also noch Geld zu bekommen. Das war eine Forderung. Wir fordern unser Geld von ihm ein. Genau. Das Gegenteil war eine Verbindlichkeit. Verbindlichkeit, wir haben irgendwelche Waren eingekauft für unser Unternehmen und haben sie noch nicht bezahlt. Wir schulden also unserem Lieferanten noch Geld. Das war eine Verbindlichkeit. Das war also Schulden. So. Und Liquidität, haben wir jetzt eben gerade gesehen, da geht es also jetzt darum, die Fähigkeit, die Schulden bezahlen zu können. Also, nehmen wir so und so, haben die so viel Geld, haben wir so viel Geld zur Verfügung, um unsere Schulden, die Raten, tilgen zu können, um das Darlehen abzahlen zu können, um die Zinsen bezahlen zu können. Okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie funktioniert das einfach? Wie will so eine Bank sowas überhaupt feststellen? Ja? Schauen wir uns das erst nochmal bei einer Privatperson an. Wie würde es bei einer Privatperson machen? Wie könnte so eine Bank sowas beurteilen? Privatperson würde sich vielleicht darauf achten, was verdient eigentlich die Person? Ja, was passiert, verdient einfach die Person so im Monat? Ja, das wird sich eine Bank vielleicht dafür interessieren. Und beim Unternehmen ist es ähnlich. Beim Unternehmen würde auch eine Bank schauen, okay, was hat das Unternehmen für Einnahmen? Was hat das Unternehmen jetzt hier an Kassenbeständen? Was hat das Unternehmen auf dem Konto? Kann das meine Kreditraten zurückzahlen? Okay. Schauen wir uns das Beispiel nochmal bei einer Privatperson an. Was würde bei einer Privatperson auf jeden Fall, würde die Bank mal gucken, ein Gehaltsauszug, ja? Würde sie auf jeden Fall mal schauen, was verdient, hier haben wir die Johanna Johansen, was verdient die Johanna quasi? Und das wäre für eine Bank total wichtig. Okay. Was wäre aber für eine Bank auch wichtig? Für eine Bank wäre auch wichtig zu wissen, ja, wohnt die Johanna jetzt in der Mietwohnung? Ja, muss sie also monatlich Miete zahlen oder gehört der Johanna vielleicht das Haus? Wenn ihr das Haus gehört, muss sie keine Miete zahlen. Die wäre schon mal ganz günstig. Und wenn ihr das Haus gehört, hat die Bank auch noch eine zusätzliche Sicherheit. Denn überlegt sich aber die Bank, hat die Johanna vielleicht noch weitere Ausgaben? Hat sie vielleicht ein Auto? Auch hier stellt sich die Bank die Frage: Gehört ihr das Auto oder hat sie das Auto geleast? Leasing haben wir auch durchgenommen. Bei der Leasing sind diesen Raten fällig jeden Monat, geht also wieder Geld ab. Machen wir aus Spaß mal eine ganz kleine Beispielrechnung. Die muss jetzt nicht so exakt sein, aber wir schauen uns das einfach mal kurz an. Gehen wir davon an, mal davon aus, dass die Johanna einfach mal so 2000 Euro netto verdienen würde. Okay, für die Miete, für die Wohnung, also sie wird jetzt wirklich eine Wohnung mieten, das Haus gehört ihr leider nicht, ging nochmal 700 Euro ab. Für das Auto, für die Leasingraten ging auch nochmal 200 Euro ab. Und dann hat die Johanna gesagt, okay, ja gut, so 600 Euro gebe ich im Monat aber auch noch für Essen und Lebensmittel aus. Okay, dann ist schon ein ganzer Batzen weg hier. Ja, von ihrem Gehalt, von ihren 2000 Euro netto hat sie schon einiges Auto ausgegeben. Ihr blieben also noch 500 Euro übrig und das ist quasi auch das verfügbare Einkommen. Und damit kann die Bank auch kalkulieren. Dann kann die Bank sagen, okay, gut, dann kannst du aber einen ganz ordentlichen Kredit zurückzahlen mit diesen 500 Euro. Du bist bei uns kreditwürdig. Und so ähnlich machen wir das auch beim Unternehmen. Beim Unternehmen machen wir das quasi so ähnlich. Beim Unternehmen schauen wir uns jetzt quasi zum Beispiel mal die Bilanz an. Da gucken wir jetzt in die Bilanz rein und da versuchen wir so ein paar Kennziffern herauszulesen. Was wollen wir als erstes wissen? Wir wollen als erstes wissen bei einer Bilanz, wie sind denn die flüssigen Mittel? Was hat denn das Unternehmen so auf dem Bankkonto und was hat es denn an Bargeld in der Kasse? Das ist uns total interessant und total wichtig, das zu finden. Jetzt schauen wir uns die Bilanz mal an. Das habt ihr auch im Buch drin. Schauen wir uns die Bilanz mal an. Und da sehen wir hier, okay, da unten hier Bank und
Kasse, das sind Aktivkonten, ja. Hier unten sehen wir genau, okay, 5.600 Euro hat die Firma auf der Bank und 1.805 Euro sind als Kassenbestand vorrätig. Okay, gut, das wissen wir schon mal. Aber jetzt haben wir ja gesehen, bei der Johanna haben wir ja gesehen, sie hat ja Ausgaben gehabt für die Miete und sie hat Ausgaben gehabt für das Auto. Und wie ist es, wie können wir an der Bilanz sehen, was das Unternehmen hier noch für Ausgaben hat? Das ist nämlich der nächste Punkt. Wir müssen jetzt nämlich auch sehen, fließen auch Gelder ab. Das will ja die Bank auch sehen. Okay? Und jetzt schaut sie sich zum Beispiel das kurzfristige Fremdkapital an. Ja? Kurzfristige Fremdkapital, das sind die Verbindlichkeiten mit einer kurzen Laufzeit bis zu einem Jahr. Das sind zum Beispiel Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Ja? Verbindlichkeiten, wir schulden jemand Geld aus Lieferung und Leistung. Wir haben also irgendwelche Waren gekauft und normalerweise sind die Waren innerhalb von 30 Tagen zu bezahlen. Also wenn wir so eine Rechnung haben, müssen wir sie innerhalb von 30 Tagen zahlen. Wenn wir sie ein bisschen früher zahlen, kriegen wir normalerweise ein bisschen Skonto, wenn das vereinbart wurde. Ja? Und das ist total, das ist für eine Bank auch sehr wichtig, das einfach mal zu sehen, wie viel Rechnungen müssen eigentlich so zum Beispiel bezahlt werden. Ja? Reicht das Geld auf dem Bankkonto überhaupt aus? Ja? Und das wäre zum Beispiel die erste Liquiditätskennziffer. Wir schauen uns die flüssigen Mittel an. Flüssige Mittel war das Bankkonto und das Geld, was in der Kasse ist, also das Geld, was wirklich direkt verfügbar ist. Wenn wir jetzt heute eine Rechnung bezahlen müssen, haben wir heute Geld auf der Bank und können es gleich bezahlen. Das ist überhaupt kein großes Problem. Und setzen das in Relation zum kurzfristigen Fremdkapital, also quasi zu den offenen Rechnungen. Ja, okay. Das wäre die Liquiditätsziffer ersten Grades. Und hier sagt man normalerweise, okay, das muss nicht immer genauso viel Geld auf dem Konto sein, wie ich Rechnung habe. Wenn ich also offene Rechnung in Höhe von 30.000 Euro bei einer Firma habe, dann muss die nicht unbedingt 30.000 Euro auf dem Konto haben die ganze Zeit. Weil die Rechnung zahle ich ja erst in den nächsten Wochen ab und ich nehme ja immer wieder Geld ein. Ja? Ich habe ja noch Geld zu bekommen von meinen Kunden, die Waren kaufen und so weiter. Das heißt, man sagt hier so einen Wert von 10%, also wenn ich die flüssigen Mittel durch Fremdkapital teile, dann müssen die flüssigen Mittel nur etwa 10% vom Fremdkapital ausmachen. Das reicht durchaus aus. Ja? Das wäre zum Beispiel die Liquidität ersten Grades. Jetzt schauen wir in die Bilanz nochmal rein. Also, flüssige Mittel haben wir hier unten, Bank- und Kassebestände. Ja? Und jetzt schauen wir an, wo sind unsere kurzfristigen Verbindlichkeiten. Eigenkapital? Nee, das ist ja unser eigenes Geld. Das haben vielleicht die Anteilseigner irgendwann mal in die Firma eingezahlt. Das fällt raus. Darlehen ist auch nicht kurzfristig. Darlehen ist eine langfristige Verbindlichkeit. Schmeißen wir jetzt auch mal raus. Braucht man momentan gar nicht. Und hier mal dann die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Hier können wir schon genau sehen, nee, also mit unserem Bankbestand und mit unserem Kassenbestand können wir auf keinen Fall die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sofort zahlen. Aber wir haben ja gesagt, es ist nicht so dramatisch. Das Unternehmen wird im Alltagsgeschäft immer wieder Waren verkaufen, es wird immer wieder Geld einnehmen. Es muss nicht so viel Geld horten. Es ist manchmal auch nicht so günstig, so wahnsinnig viel Bargeld, was ja auch nicht arbeiten kann, einfach auf dem Konto zu lassen. Okay, also rechnen wir mal unsere erste Kennziffer aus. Wenn die so bei 10% liegt, dann ist es okay. Jetzt schauen wir uns das mal an. Also 5.600 Bank plus die Kassenbestände durch die Verbindlichkeiten ergibt einen Wert von 0,22, also 22,3%. Ja, okay, das heißt, die liquiden Mittel, die wir hier haben, machen 22% der Verbindlichkeiten aus. Und das ist ein guter Wert. Ja? Ab 10% ist alles top. Das passt. Also, das wäre die Liquiditätskennziffer ersten Grades, die wir hier quasi erfüllen.